Guten Morgen. Sind Sie die Letzte? Es ist noch nicht 8 Uhr, Herr Kottner. Ja, das war auch kein Vorwurf. Nur eine Anfrage. Eine höfliche. Frau Hofer, Sie waren doch schon beim Partei in der Firma. Sie kennen sich doch da aus. Sie wissen ja, wie er war. Er hat ja nicht einmal im Büro jemand geduldet. Ich brauche jetzt jemand da drum im Büro. Haben Sie keine Lust? Ne? Ich? Ich kann nicht Schreibmaschine schreiben, Herr Kottner. Stellen Sie es da hin. Das müssten Sie allerdings können. Schade. Danke. Naja, das mit der Schreibmaschine, das wäre ja noch zu lernen. Aber ich bin kein Büromensch, Herr Kottnick. Ich brauche immer so ein bisschen Bewegung. Ja, die haben Sie hier in der Packerei da. Dann suchen wir eben eine andere Sekretärin. Die werden Sie schon finden, wenn Sie sie gut bezahlen. Ja, sowas. Ich wollte mich bei Ihnen allen noch mal recht herzlich bedanken für Ihre Anteilnahme zum Tod meines Vaters und auch für den schönen Kranz. Vielen Dank. Ich weiß, dass der alte Chef manchmal ein bisschen schwierig war, aber ich danke Ihnen für Ihre Treue. Ja, im Übrigen bleibt alles so wie bisher. Ich habe meine Stellung in München gekündigt, werde die Druckerei hier übernehmen und auch weiterführen. Sie wissen ja, ich bin selber Druckermeister und ich glaube, wenn wir ein bisschen zusammenhalten, dann bringen wir den Laden hier schon wieder in Schwung, nicht? Wenn jemand eine Beschwerde oder eine Sorge hat, dann kommen Sie zu mir. Ja, das war's. Danke. Was tust du denn da? Ich interessiere mich halt. Grüß dich. Grüß dich. Und dann wollte ich auch wissen, wie es geht. Gut, gut geht's. Und dann muss ich doch auch jemand um dich kümmern, dachte ich. Gell? Ja. Also, du willst jetzt hierbleiben, Alfred? Ja, das will ich. Ja, glaubst du nicht, dass dir Edith eine Hilfe Nein. sein könnte? Ja, wenn du mich schon nicht brauchst. Sie hat doch den ganzen Bürokram gelernt. Nein, Walli, später mal vielleicht, aber jetzt nicht. Erst einmal muss ich mich hier einarbeiten. War gar nicht so rosig, was uns der Papa hier hinterlassen hat. Schau dir mal die Maschinen an, die sind doch ganz veraltet. Walli, wir müssen sehr, sehr aufs Geld achten. Aber Edith könnte dir wirklich Nein, die Hand geben. Walli, nein. Edith? Klaus? Mach doch mal diese laute Musik aus. Dass du überhaupt damit arbeiten kannst. Das mache ich immer. Du kannst dir nicht vorstellen, wie Onkel Alfred mich behandelt hat. Ja, Mutti, aber bitte lass mich doch mal arbeiten. Aber das betrifft dich doch auch. Er führt sich auf, als würde alles ihm gehören. Ja, was willst du denn? Einer muss sich doch um den Betrieb kümmern. Es muss doch weitergehen. Und Onkel Alfred als Sohn hat ja nun schließlich das Recht, Das bestreite ich doch gar nicht. Aber wir haben auch Rechte. Und da geht es nicht, dass einfach einer nur bestimmt. Nun reg dich doch nicht auf, Mutti. Onkel Alfred erbt den Betrieb von seinem Vater, so ist es nun mal. So weit sind wir noch nicht. So weit sind wir noch lange nicht. Wer hat sich denn um Opa die ganzen Jahre gekümmert? Ich doch. Onkel Alfred vielleicht. Der war doch die ganze Zeit in München. Und wenn es jetzt ums Erben geht, da red ich auch mit. Wo ist denn nur Edith? Wo wird sie schon sein? Wahrscheinlich beim Huberwirt. Was macht die denn um diese Zeit beim Huberwirt? Dreimal darfst du raten. Edith. Edith, was machst du denn hier? Ich habe dich überall gesucht. Ich denke, du arbeitest. Ich habe noch ein paar Stunden abzubummeln. Edith, kommst du wieder rein? Also, ich springe dann auf die Bühne. Und wenn ich dann rufe, Ritter, Tod und Teufel! Woher kennst du denn den? Das ist ein Bekannter von mir, Herr Münchmeier. Der ist Lehrer am Gymnasium. Und fang jetzt an zu hüpfen. Darum. Genau. Eins, zwei. Du, ich halte das hier nicht aus. Bitte komm raus. Ich muss mit dir sprechen, ja? Herbert, wir sehen uns später, ja? Fang an zu hüpfen. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Dein Onkel will dich auch nicht in der Druckerei haben. Ich habe ihn extra danach gefragt. Wir sollen gar nicht wissen, was er da macht. Willst du nicht erst mal was trinken? Nein, danke, ich möchte nicht. Ja, ja. Komplett. Geht's dir nicht gut? Ja,
Ich begreife euch nicht. Onkel Alfred will euch um euer Erbe bringen. Und ihr sitzt da und seht euch Theater an. Aber ich spreche mit dem Geisberg, mit dem Anwalt. Ich schlucke das nicht so ohne weiteres. Was willst du denn mit einem Rechtsanwalt? Also das sage ich dir, wenn du dich mit dem Onkel Alfred anlegst wegen diesem scheiß Geld. Also ich kann dich nicht begreifen. Das ist wirklich Mutti. Zu viel. So, jetzt können Sie wieder normal atmen. Das reicht. Danke. Ich schreibe noch ein Rezept aus, aber Sie dürfen sich nicht immer so aufregen. Sonst müssen wir uns öfter sehen. Ach, ich reg mich über meine Kinder so auf. Die lassen meinen Schwager Alfred schalten und walten in der Druckerei. Und ich sage Ihnen, der ist ein Schlitzohr. Der denkt nur an seinen Vorteil. Dabei hätten meine Kinder doch auch was zu sagen. Ich habe mich erkundigt beim Anwalt. Mein Schwager Alfred erbt die eine Hälfte der Druckerei und Edith und Klaus die andere. Naja, aber die müssten auch was dafür tun. So, die Tabletten nehmen Sie zweimal täglich, bitte. Ah ja, danke. Vor oder nach dem Essen? Immer nach dem Essen. Mhm. Nehmen Sie noch mal Platz. Ja. Ja, Frau Walli, wenn Ihre Kinder so gleichgültig sind, dann lassen Sie sich doch von denen eine Vollmacht geben. Dann nehmen Sie die Sache in die Hand. Sie scheinen ja da doch die richtige Durchschlagskraft zu haben. Was geht denn das so einfach mit einer Vollmacht? Ja, natürlich. Jedes Stück Papier. Hiermit übertrage ich meiner Mutter etc. etc. Aber das hätte mir der Anwalt auch sagen müssen. Hören Sie doch bloß auf mit den Rechtsanwälten. Also, ja. Wenn Sie die Vollmacht haben. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich mich für die Druckerei interessiere. Besonders für das Grundstück. Ja, ja. Verkaufen wäre wahrscheinlich wirklich das Beste. Da geh mal her. Du bist doch Lehrling. Ja. Und willst Druckerhandwerk lernen. Ja. Zu deiner Ausbildung gehört aber nicht Bier holen und Zigaretten, ne? Ja. Meine Herren, wenn hier schon jemand unbedingt rauchen muss oder Bier braucht während der Arbeit, dann soll er sich das selber holen, ne? In Zukunft. Lehrlingsausbeuter, in welcher Klasse Berufsschule bist du denn jetzt? In der dritten. Und was lernst du da so alles? Warenkunde, Maschinenkunde, das ganze Rechnen. Na, so für die Praxis? Nein. Nix. Büro? Nein. Schreibmaschine? Ja, Schreibmaschine, das hat mir meine Schwester beigebracht. Ah, sehr gut. Ein junger Mensch kann nicht viel genug können. Und wie schnell kannst du denn auf der Maschine schreiben, ha? Genauso schnell wie meine Schwester. Aha, dann bleibst du mal im Büro. So. Wenn's Telefon läutet, hebst ab, machst so. Sagst hier, Druckerei Kottnick. Höflich, gell? Ja. So, jetzt sitzt die hin. Diese Liste schreibst ab, dreimal, da ist Papier. Ja. Wenn die Frau Hofer kommt, ich bin drüben in der Wohnung. Jawohl. Wo ist denn der Chef? Der ist drüben, sie sollen sofort hinüberkommen. Was machst du denn hier? Ich mache hier Bürodienst. Du, Bürodienst? Ein junger Mensch kann nicht viel genug können. Ja, bitte, hier Druckerei Kottnick. Was kann ich für Sie tun, bitte? So, jetzt wollen wir mal ein bisschen die Kriegsbibliothek von Papa ausräumen. General Ludendorff, das Wunder an der Marne. Mit dem und seiner Mathilde bin ich groß geworden. Dürne Krieg von Erich von Ludendorff. Aber das hier, das soll doch sicher nicht weg. Hier, das Briefmarkenalbum. Ja, das ist auch von Papa. Ui, da sind aber schöne Marken dabei. Alles Luftpostmarken. Sogar vom alten Zeppelin. Na, ich verstehe nichts von Briefmarken. Das ist sehr wertvoll, Herr Kottnick. Ja? Vielleicht sogar ein kleines Vermögen. Ach, dann tun wir es mal auf Zeit. Hm? Ach, in der Wohnung bist du? Ja. Das ist richtig. Du hättest mir doch ein Wort sagen können, wenn du ausräumst. Ich hätte dir doch gern geholfen. Ich hatte es dir auch angeboten. Ach, Frau Hofer, würden Sie uns allein lassen, ja? Warum? Ich möchte mit dir sprechen. Privat. Ja, Frau Hofer, wir machen dann nachher weiter. Ja, geht, danke schön. Wiedersehen. Wiedersehen. Also, Alfred, bring uns nicht ins Gerede. Frau Hofer in der Wohnung. Decke, was hast denn du für Fantasie? Außerdem bin ich alt genug. Und Junggeselle. Sag mal,
Bist du eigentlich ständig hier wohnen? Ja, natürlich, ist da am einfachsten. Ja, das wird doch verkauft. Ich habe schon einen Käufer, den Dr. Kanzeder. Und der legt das Geld bar auf den Tisch. Verkauf kommt nicht in Frage. Das verbitte ich. Das kannst du gar nicht. Dir gehört nämlich ja nur die Hälfte. Die andere Hälfte gehört uns. Das ist Gesetz. Erbgesetz, Schwager. Dir gehört doch überhaupt nichts. Die Hälfte gehört deinen Kindern. Und die sind volljährig und können selber entscheiden. Das haben sie auch. Sie haben mir die Vollmacht gegeben. Schau. Von Edith und Klaus unterschrieben. Na ja, dann werde ich die beiden finanziell abfinden. Oh, da wirst du aber wohl mehr als eine Viertelmillion aufbringen müssen. Oh, ich verhandle schon mit denen. Willst du die Bücher weggeben? Ja, ich brauch's nicht. Willst das du? Du bist doch Luther-Fan. Das brauchst du gar nicht so abfällig zu sagen. Der Feldherr war eine Persönlichkeit und dein Vater hat ihn verehrt. Ich habe Pietät. Was deinem Vater heilig war, das schmeiß ich nicht auf den Müll. Also schick sie mir. Grüß dich. Grüß Gott. Grüß Gott. Was darf's denn sein? Zigarillos, leichte. Auch nicht. Eine leichte Brasil hätte ich da. Ah, Sie haben Briefmarken? Ja. Ich interessiere mich für Luftpost. 20er und 30er, ja. Was Leichtes. Ja, die hätte ich auch gern, aber leider ist mein Laden dafür zu klein. Hier hat man nicht die richtige Kundschaft. Einen Astronautensatz kann ich Ihnen zeigen oder Sputnik Sondermagen, bitte. Nein, Luftpost. Mhm, die nehme ich. Was macht's? 4 Mark. Es kann schon sein, dass mal was reinkommt in dieser Art, aber Hoffnung habe ich da wenig. Naja, vielleicht fliegt Ihnen mal was zu. Dann rufen Sie mir an, Druckereikarten. Ja, ist recht. Danke, Wiederschauen. Wiederschauen. Ich wäre auch an einem ganzen Album interessiert. Hören Sie heute mal rum in der Stadt. Ist recht. Okay? Wiederschauen. Wiederschauen. Grüß Gott, Herr Rosi, ein Bier. Ja. Was machst denn du, Edith? Ach, bring mir auch ein Bier, Rosi. Grüß dich, Gott. Hast du frei? Du, ich bummle heute ab. Gott. Grüß Gott, Herr Kottnick. Du, das war so heiß heute in der Druckerei. Edith, ist ganz gut, dass du erwischt. Sag einmal, wie kommst denn du dazu, deiner Mutter diese Vollmacht da zu unterschreiben? Und dein Bruder Klaus auch? Mutti, die hat mir solche Szene gemacht. Die wird doch ganz krank, wenn sie sich nicht um alles kümmern kann. Du, die Unterschrift ändert doch gar nichts. Ja, was glaubst du denn, was man die für einen Ärger macht? Ich will auf keinen Fall, dass die Drucker... Stellen Sie da dann zu dusselig an. Ich mache jetzt erstmal Pause. Sie gestatten, dass ich mich vorstelle, gell? Kottnick ist mein Name. Ja, guten Tag. Ach so, entschuldige bitte. Das ist Herr Münchmeier, ein Bekannter von mir, und das ist mein Onkel Alfred. Herr Münchmeier ist Pädagoge. Er führt hier mit seinen Schülern ein Stück auf. Das sagt doch nicht immer Stück, das ist ein Happening. Ein literarisches Happening. Ach, Prost, Nahat. Und Sie sind also der bewusste Erbonkel. Du kannst ruhig weitersprechen. Herbert weiß Bescheid. Also, Edith, ich will auf keinen Fall, dass die Druckerei verkauft wird. Und ihr müsst mich unterstützen. Der Opa darf sie nicht umsonst 60 Jahre rumgequält haben. Nur, dass heute der Betrieb in fremde Hände kommt. Sehen Sie das nicht falsch, Herr Kottnick? Sie sagen, Ihr Vater hat sich gequält. Wer hat sich denn da wirklich gequält? Das waren doch die Arbeiter. Das ging doch alles auf Kosten der Arbeiter. Mein Vater... Der Unternehmer hat doch nur den Profit gemacht. Mein Vater hat nicht besser gelebt als seine Arbeiter. Vielleicht ein paar Jahre länger. Du, also, ich glaube, Herbert hat recht. Die ganze Erbschaft, die hängt mir sowieso zum Hals raus. Also, ich bin auch dafür, dass der Betrieb verkauft und unter den Arbeitern aufgeteilt wird. Ach, da musst du aber sehr reich sein. Na, wieso? Die haben doch ein Recht darauf. Was haben wir denn, Klaus und ich, schon für den Betrieb geleistet? Sag mal, wie redest du denn eigentlich? Das ist doch vulgär Marxismus. Das ist doch alles völlig unreflektiert. Du kannst doch das Kapital nicht vergesellschaften. Die Produktionsmittel müssen erhalten bleiben, sonst endet's doch im Kleinbürgertum. Da kriegt jeder ein paar Mark in die Hand gedrückt und damit soll das Bewusstsein abgekauft werden. Das sind doch längst überholte Theorien. Wenn ich Sie überhaupt verstanden habe, dann wollen Sie sagen, dass Sie dafür sind, dass der Betrieb weiterläuft. Nee, Herr Kottnick, so einfach ist das nun doch nicht. Meine Auffassung zum Macht- und Herrschaftssystem mache ich
mit diesem Happening deutlich. Du, das musst du dir unbedingt ansehen. Naja, so weit ist es ja noch nicht. Ich bin ja erst bei der Inszenierung, aber Sie können ja den Text schon lesen. Oh nein, ich muss tagsüber in der Druckerei so viel Text lesen, wissen Sie. Was ist denn das? Der Frosch, der Ritter werden wollte. Das ist für Kinder. Und der im Brunnen endet. Der Frosch symbolisiert den Unterdrückten. Stimmt doch, ne? Stimmt. Aha. Und alle Macht dem Fröschen. Ja, einer weiß ja schon, wer der Ritter ist. Dichten Sie nur schön weiter. Wiederschauen. Scheiße. Edith? Onkel Alfred. Ja? Es tut mir ja leid, aber wenn Mutti und Klaus dafür sind, dass der Betrieb verkauft wird, na ja, alleine kann ich ja auch nichts machen. Ach so, ihr macht's das demokratisch. Du, Edith? Ja? Rosi, zahlen. Ja? Sag mal, hast du irgendwelche Briefmarken gesehen, die der Opa gesammelt hat? Sie waren in unserem großen Album. Nein, weiß ich nicht. Aha. Frage mal die Mutti. Ja? Was machst du? Na? Für die. Waren die denn was wert? Ja, so ein paar tausend Mark waren schon wert. Also fragst die Mutti, gell? Du, wie findest du denn? Den? Ja. Edith? Tag, Mutti. Aber du kommst ja immer später. Ich habe Onkel Alfred noch getroffen. So, da hat er doch sicher versucht, dich rumzukriegen, was? Was soll denn das? Wie soll er mich denn rumkriegen? Du hast ihm doch hoffentlich gesagt, dass er verkaufen muss. Also, was ihr mit der Druckerei macht, das ist mir ganz egal. Hast du eigentlich gewusst, dass der Opa Briefmarken gesammelt hat? Was? Was hat er gemacht? Auch der Onkel Alfred hat gefragt, ob du weißt, wo das Briefmarkenalbum vom Opa hingekommen ist. Die Briefmarken sollen sehr wertvoll gewesen sein. Ich habe keine Ahnung. Wenn er welche gesammelt hat, dann wird er sie sicher verkauft haben. Nicht? Was sind das hier für Bücher? Ach, vom Opa. Die wollte natürlich Onkel Alfred wegschmeißen. Typisch, das nennt er nun Pietät. Ach, Edith, machst du heute mal das Abendessen? Ja. Dann kann ich hier fertig machen, nicht? Halt. Der Moser, der Herr Lehrling, hat anscheinend wieder mal verschlafen, hä? Heute ist doch Donnerstag, da hat er Berufsschule. Du musst halt noch ein paar andere Dinge lernen, als bei Ihnen das Telefon zu bedienen. Frau Hofer? Frau Kopnik? Ich habe Ihnen schon einmal gesagt. Ich sage Ihnen, dass ich es einfach nicht richtig finde, wenn Sie den Lehrling in Ihr Büro stecken, bloß um sich einer Sekretärin zu sparen. Ja, ich brauche doch eine. Sie wollen ja nicht wegen der Bewegung hier. Na ja, also, wenn ich nicht gleich mit dem Maschinenschreiben anfangen muss, kann ich Ihnen ja mal im Büro aushelfen. Sehr nett. Aber nicht, dass Sie den Lehrling jetzt zum Packer machen. Ja, ich brauche doch einen Packer. Ja, er hört wieder nicht. Ah, Herr Lessl, grüß Sie, Gott. Grüß Gott. Haben Sie was? Ja. Frau Hofer, würden Sie mal runterschauen im Briefkasten, ob eine Post da ist? Ja. Aber lassen Sie sich ruhig Zeit, gell? Bitte schön, nehmen Sie Platz. Danke. Ich wollte Sie erst anrufen, aber ich habe mir gedacht, geh's gleich vorbei. Ich habe durch Zufall was reinbekommen, was Sie interessieren dürfte. Luftpost. Alte Luftpost. Sie wollten doch alte Luftpost machen. Ja, ja. Ja, das ist ja wunderbar. Genau so haben wir es vorgestellt. Was soll es denn kosten? Sie meinen das ganze Album? Ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich das pauschal abgeben sollte, aber 7.000 Mark. Ja, unter 7.000 ist da nichts zu machen. Wenn ich die nach München bringe und dort anbiete... Dann kriegst du Hälfte. 6.000, hä? Na, 6.000 habe ich ja selber dafür gezahlt. Und 100 Mark fürs Album, 6.100. Sieh, ich bin ein leidenschaftlicher Sammler. Ich werde ein treuer Kunde. Na ja, dann werde ich weiter für Sie die Augen aufhalten. Also, 6.100 und eine Kiste Zigarren, gell? Herr Lessl, auf Wiedersehen. Ich komme dann abends bei Ihnen im Geschäft vorbei und zahle. Und wenn Sie mir eine nette Brasil herrichten. Ja, dann auf Wiedersehen. Wiedersehen. Jetzt pass auf. Walli? Ja, Alfred. Du, Walli, ich habe mir das überlegt mit dem Verkauf.
Ich bin der Meinung, man müsste da doch einen Familienrat einberufen. Ja, natürlich, mit den Kindern. Die gehören dazu. Na, grüß dich, Onkel. Was? So, was möchtest du denn haben? Streuselkuchen oder was anderes? Torte. Ach, mit viel drauf. Doch hin, dann kann sich doch jeder nehmen, was er will. Ja, gell, Alfred? Ja, nicht so sein. Danke, Klaus. Klaus, was macht denn das Studium in Erlangen? Geht's gut? Ja, ich stehe gerade vor einer Zwischenprüfung. Dass du ja bestehst, gell? Na ja, sicher. Na, natürlich besteht Klaus. So, bitte. Alfred, du bist doch gekommen. Ja. Ich denke, wir wollten darüber reden, wie alles werden soll. Also, die Druckerei ist doch veraltet. Total runtergekommen. Gibst du das zu? Also, Alfred, siehst du denn nicht ein, dass wir uns alle nur einen Gefallen tun, wenn wir verkaufen? Nein. Na, dann werden wir dich dazu zwingen müssen. Ich sage dir... Jetzt darf ich vielleicht einmal was sagen. Wally, der Papa hat doch Briefmarken gesammelt. Ja, das weiß ja nun wohl ein jeder, nicht? Was willst du denn immer wieder damit? Wo ist denn das Album? Das weiß ich doch nicht. Vielleicht hat es der Opa verkauft? Nein, der Opa hat es nicht verkauft. Du hast es verkauft. Aber ich hab's wieder zurückgekauft. Da. Gemeiner, hinterhältiger du. Aber so warst du immer. So wart ihr Gott nix immer. Voll List und Tücke. Wally. Würdest du mir bitte 6.000 Mark auf Firmenkonto überweisen, die ich bezahlt habe, postwendend. Und 100 Mark fürs Album. Und 100 Mark Spesen für mich. Edith, gib mich. Ich schaue am besten mal eben nach ihr. Nein, bleib nur da. Die beruhigt sich schon wieder. Ja, was ist denn mit der Frau los? Die klaut hier rum? Eure Mutter hat einen Griff in die Erbmasse getan, nennt man das. Da steht Gefängnis drauf. Ja, aber du willst sie doch jetzt nicht anzeigen. Das wäre ganz gut, dann wäre sie ein bisschen aus dem Verkehr. Das sind ja alles alte Luftpostmarken. Aber ich kann sie ja leider nicht anzeigen. Wir sind ja verwandt. Also ich guck mal nach Mutti. Mutti, was machst du? Tja, Klaus, sie hat ja nicht nur mich, sie hat auch euch bestohlen. Das ist aus der Erbmasse. Tja, Onkel Alfred, was schlägst du denn jetzt vor? Am besten, wir lassen alles so, wie es war. Denn so war es sehr gut. Und die Vollmacht, die ihr eurer Mutter gegeben habt, die nimmt sie wieder weg. Du siehst ja, wie kriminell die wird. Also komm, die zerreißen wir jetzt. Auf Mutti, da können wir uns sowieso nicht mehr verlassen. Du meinst also, wir sollen nicht verkaufen? Aber wir lassen es ganz genauso, wie es der Opa gewollt hat. Schaut, der Wert bleibt euch ja, er wird ja eher mehr. Also, abgemacht. Die Druckerei wird nicht verkauft. Tja, dann müssen wir uns wohl bei dir bedanken, Onkel Alfred. Gib's einem Onkel nur ein Stückchen Torte. Bitte. Danke.